Hi Gwyneth hier auf einem fantastischen Feelgood Silvester, nicht Freitag diesmal. Ich bin in Klösterle, es schneit ein bisschen, aber es ist trotzdem wunderschön. Es werden sich die Skifahrer in den nächsten Tagen unheimlich freuen im Vorarlberg. Wirklich. Und wenn ihr es irgendwo braucht, eine kleine Werbung für zur Kutsche. Sehr, sehr schönes Pension. Klein, aber fein. Hast du schon deine Neujahrsansätze gemacht? Your New Year's Resolutions. Hast du schon neue Ideen, was du erreichen möchtest in 2019? Alles, was du schaffen wirst? Denn es ist natürlich wichtig, neue Ziele zu setzen, aber es ist genauso wichtig, loszulassen vom alten Jahr, also 2018 einmal loszulassen. Fang bitte nicht am 1. Januar mit allen deinen neuen Ideen, deine super Vorsätze, alles, was du schaffen möchtest, weil wenn du mit dieser Motivation zu schnell reingehst ins neue Jahr, ja gut, nach 8, 9, vielleicht 10 Tage bist du dann schon müde. Du musst auch ein bisschen 2018 gefühlsmäßig, emotional, musst du ein bisschen loslassen. Natürlich kannst du darüber reflektieren, was war gut, was war nicht gut und so weiter, aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo du sagst, okay, das war der Strich jetzt in den Sand oder Schnee und ich lasse das jetzt einfach los. Ich möchte einen neuen Blatt schreiben. Ach, das war mein Message für dich heute. Einfach, bevor du anfängst mit allem Neuen in 2019, gib dir ein bisschen Zeit, 2018 einfach emotional loszulassen. Ganz ruhig, ganz sanft ins neue Jahr rüberrutschen. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Feelgood Silvester. Wie gesagt, rutsche rüber, gesund und sicher. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.